Hallo und herzlich willkommen zu 100 Sekunden mit Sarah. Heute erstmal ein Servus nach Österreich, weil wir haben zwei Gäste aus Österreich da. Das ist Friedrich Schmiedl, unser BVMW-Repräsentant für die Außenrepräsentanz in Österreich und Hans-Peter Lorenz, neues Mitglied von der Werbeagentur Hasion. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo und herzlich willkommen. Servus nach Deutschland. Hallo nach Deutschland von der Werbeagentur Hasion aus Schwertberg in Oberösterreich. Ja, sehr schön, dass ihr beiden da seid. Kurze Frage, wer seid ihr und stellt euch doch mal einfach kurz dem deutschen Publikum vor. Mein Name ist Friedrich Schmiedl. Ich habe mehr als 20 Jahre für eine andere österreichische Organisation deutsche Unternehmungen auf dem Wege nach Österreich begleitet und alles koordiniert und moderiert, was notwendig ist, eine Firma zu gründen. Mein Name ist Hans-Peter Lorenz von der Werbeagentur Hasion. Ich bin drauf und dran, für die deutschen Unternehmen im Klein- und Mittelbetrieb die Webseite zu erstellen, sodass der Österreicher sie auch lesen kann. Ja, also Sie sehen, es ist interkulturell. Ja? Kurze Frage, also die Ziele, die ihr habt, das ist einerseits das Thema Digitalisierung beim Hans-Peter und andererseits deutsche Firmen nach Österreich zu bringen vom Friedrich Schmiedl. Ja, kurze Frage eben dazu, wie wollt ihr das denn anstellen und was habt ihr jetzt noch so geplant in den nächsten Wochen und Monaten? Sobald also die Corona-Sache sich verbessert, werde ich Kontakt aufnehmen mit unseren österreichischen Mitgliedern. Weil es geht nicht nur um die Neuansiedlung, es geht auch darum, bestehende Betriebe bestmöglich zu unterstützen. Und das ist meine Aufgabe. Und solange Corona ist, werde ich mittels Zoom-Meetings die deutschen Unternehmen unterstützen in der Website-Erstellung und hoffentlich auch irgendwann einmal dann vor Ort besuchen zu können. Ja, das hört sich klasse an. Aber kurze Frage dazu. Deutschland, Österreich. Auf welche Fallstricke muss man denn besonders als Deutscher und als Österreicher achten? Vielleicht habt ihr da noch den ein oder anderen Tipp für uns. Österreich darf man nicht mit Deutschland gleichsetzen. Wir haben eine andere Mentalität. Und jeder Unternehmer, den ich begleite, bekommt von mir das hier. Wir haben eine andere Rechts- und Verwaltungssprache, die nicht mit Deutschland ident ist. Und das ist meine Aufgabe, eben zu moderieren und richtig rüberzubringen. Den Bonus, den ich habe, ist, dass die Österreicher und Deutschen eine Handschlagqualität haben und den Service genauso lieben in Österreich sowie in Deutschland. Und hier habe ich es um einiges leichter. Nur der Text der Webseite muss dementsprechend angepasst werden, sodass es der Deutsche lesen kann und der Österreicher genauso versteht und umgekehrt. Das hört sich auf jeden Fall klasse an und so funktioniert interkulturelle Zusammenarbeit in der EU. Ja, vielen lieben Dank. Das waren 100 Sekunden mit Sarah Valenta, heute zu Gast mit zwei österreichischen Partnern. Das heißt erstmal dann Servus und bis demnächst. Servus nach Deutschland. Bis bald. Tschüss mit dir.